Viele Zeitgenossen sehen sich einer Situation gegenüber, die sie so bisher in ihrem Leben noch nie erfahren haben. Und sie fragen sich, was kann man tun? Das haben wir uns auch gefragt mit einigen Pastoren und Leitern von Glaubenswerken und haben daraufhin gemeinsam den Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe gegründet, ACCH. Damit wollen wir Christen und Gemeinden in dieser angespannten Situation beistehen und sie unterstützen. Und wir haben uns gesagt, beginnen wir mit dem Wichtigsten zuerst. Und das ist natürlich das Gebet. Deshalb rufen wir auf zu einem Gebetstag im ganzen deutschsprachigen Raum für den kommenden Sonntag, also für den 30. Januar. Wie können Sie helfen? Bitte machen Sie mit bei diesem Gebetstag und beteiligen Sie sich. Es gibt die Möglichkeit, sich als Gemeinde, als Hauskreis, als Familie zu treffen und an diesem Tag teilzuhaben. Genaue Informationen dazu finden Sie über einen Flyer, der bei diesem Video verlinkt ist. Um welche Anliegen wird es gehen? Ich lese einmal vor, wie wir das im Flyer zusammengefasst haben. Wir wollen beten um Erweckung für unsere Gemeinden und Mitmenschen. Wir wollen beten um Bewahrung für Bedrängte, und zwar ganz konkret für die medizinische Situation, aber auch, dass es zu keinen weiteren Verschärfungen der Maßnahmen kommt, insbesondere, dass das politische Vorhaben zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht durchgesetzt wird und ebenso, dass die bereits beschlossene Impfpflicht für den medizinischen und den sozialen Bereich wieder zurückgenommen wird. Und lasst uns auch beten für unsere Glaubensgeschwister in Österreich, wo eine allgemeine Impfpflicht ab dem 1. Februar gelten soll. Außerdem lasst uns beten für eine echte Umkehr im gesamten deutschsprachigen Raum. Wir verlassen uns dabei auf die Zusage von Jakobus 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wie geht es nun weiter? Wir werden die Situation aufmerksam begleiten, in geistlicher, in gesellschaftlicher und in rechtlicher Hinsicht und Sie dann hoffentlich bald über die nächsten Schritte informieren können. Also, beten Sie bitte mit, selbst wenn Sie am 30. Januar allein zu Hause sein sollten. Wenn noch Fragen da sind, wenden Sie sich gern an unsere Mailanschrift acch@posteo.de. Wir können gespannt sein, wie unser Herr auf unsere Gebete antworten wird. Thank you.